Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit OpenOffice eine Seitennummerierung einfach erstellen kann. Also, wir haben schon OpenOffice hier aufgemacht, um das anzustellen. Dann sollten wir einfach auf Anfügen gehen und dann entweder stellen wir eine Kopfzeile an, fügen wir eine Kopfzeile an oder eine Fußzeile an. Also momentan haben wir eine Kopfzeile angefügt und dann drücken wir einfach drinnen, dann gehen wir wieder auf Anfügen und dann Feldbefehl und jetzt Seitennummer drücken. Und Sie merken schon hier, dass wir die 1 hier haben und hier unten, wenn wir weiter rollen, dann haben wir die 2 und wenn wir noch weitere Seiten hatten, dann hätten wir die 3 auch gesehen. Also so geht es einfach. Und Sie haben auch die Möglichkeit, auch die mit der Fußzeile einfach anzustellen, indem Sie auf Anfügen gehen, Fußzeile einfach anstellen, dann drücken Sie schon wieder drinnen und dann gehen Sie einfach auf Anfügen, Feldbefehl und dann Seitennummer drücken. Und dann haben Sie auch die Nummer schon rein und ich freue mich, euch das beigebracht zu haben und wünsche euch noch einen schönen Tag.